Ja, ich sage mal, bis auf die Zuschaueranzahl gibt es für mich keinen großen Unterschied. Ja, was besonders brisant ist bei uns in der zweiten Liga zum Beispiel, dass sehr, sehr viele Spieler dabei sind, die schon den ganzen Nachwuchs gegeneinander gespielt haben. Da baut sich natürlich über die Jahre was auf. Ist dann bei den Profis wird dann natürlich vermehrt auch auf Ausländer gesetzt, beziehungsweise auf externe Spieler. Und das macht es halt, finde ich, bei Rapid 2 gegen die Young Violets nochmal so extra spannend.